Guten Morgen. So, hier war heute schon wieder ganz viel Hektik in der Küche, weil mein Herr Gemahl für ein Valentins-Special, was er mit zwei anderen Kanälen vorbereitet hat, erstmal kochen musste, weil das wird auch bald hochgeladen. Und ja, sehr lecker. Ich kann euch das mal kurz zeigen, nur ganz kurz. Ich darf auch nicht verraten, was es ist, weil das seht ihr ja noch früh genug. So, hier, da. Ja. Erstmal sieht es hervorragend aus. Und das schmeckt auch so. Also man kann es getrennt essen oder vermischen. Es ist total lecker. Naja, und Chaos hat er natürlich auch hinterlassen, weil er hat es gerade fertig gemacht, hat es angerichtet, wir haben es fotografiert und dann ist er abgerauscht zur Arbeit. Und ja, das habe ich schon zusammengetragen. Das darf ich jetzt wieder sauber machen. Da auch, ne? Obwohl, wie gesagt, es ist schon etwas besser. Da stand nämlich hier alles so drumherum. Er ist da ja nicht so. Er ist eher so der Chaot in der Küche. Naja, jeder kocht, wie er es am besten kann. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch schon freuen. Das ist halt ein Special. Wir machen das zusammen mit zwei befreundeten Kanälen. Und zwar mit, wie heißt es? Lila Kuchen und Marx Kochstudio. Wir hatten uns, da ist der Hund wieder draußen, wir hatten uns angefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollten, weil das ja eigentlich ganz interessant ist. Dann gibt es nämlich von uns halt die Vorspeise von Lila Kuchen, klar das Dessert. Was die macht, weiß ich allerdings auch noch nicht. Und von Marc gibt es dann eben das Hauptgericht. Und wir sind schon sehr, sehr gespannt, was die alles so vorbereiten. Das wissen wir nämlich noch nicht. So, und jetzt? Ja, ich habe angefangen, das Buch zu lesen von gestern. Bin allerdings über das Vorwort noch nicht hinausgekommen. Ich habe gestern noch mit meiner Tochter hier gesessen. Wir haben noch gespielt. Sie hat noch was gemalt. Und naja, ich hatte noch einiges zu tun. Und so ist das dann eben. Nachts habe ich dann Skaldudry Pleasant noch weitergelesen. Da habe ich das dritte, den dritten Band, den vierten Band. Ne, den vierten Band fast durch. Ja, so sieht es heute aus. Dann muss ich gleich meine Tochter wieder zu Fuß abholen. Vorher natürlich die Küche aufräumen, dann das Kind zu Fuß abholen. Zum Glück scheint auch heute wieder die Sonne. Also ich habe Glück, kein Regen. Denn im Regen rumlaufen ist nicht so meins. Ja, und jetzt werde ich mich erstmal der Küche widmen. So, damit ist die Küche mal wieder ganz annehmbar. Ich muss das hier gleich noch alles mit der Hand spülen, weil das hat ja alles Goldrand. Aber ansonsten geht das schon wieder. Und mein Mann, der Dösel, da leuchtet immer noch. Hat er auf 1 gelassen. Gestern waren wir ja auch den ganzen Tag oder den halben Tag bei meinen Schwiegereltern. Da haben wir schon wieder so einen leckeren Schinken gekriegt. Er räuchert die ja selbst. Sieht der nicht gut aus? So fast gar kein Fett. Ich gucke jetzt gerade voll auf den Schinken, damit der auch wirklich gut gesehen wird. Fast gar kein Fett. Nur hier vorne natürlich. Da. Sehr lecker. Jetzt haben wir schon zwei davon, weil im Kühlschrank haben wir auch noch so ein schönes Stück, was er gemacht hatte. Hier. So ein geräuchert für irgendwelche deftigen Eintöpfe oder so. Mal gucken, was ich damit mache. Ja, jetzt werde ich mich weiter an mein Buch setzen, obwohl wischen muss ich nachher auch noch. Ja, Sonnenschein, Glück allein. Da oben ist ein bisschen grau, aber da ist schön. So, jetzt ist Abendbrotzeit. Die Genie ist heute wieder alles durcheinander. Aber wir waren heute Morgen ja einkaufen, weil Stefan ja noch Sachen brauchte für heute Morgen zum Kochen. Und dann haben wir wieder leckeren Käse gekauft. Oh, Ginny isst sehr gerne Käse, muss ich dazu sagen. Am liebsten am Stück und nicht auf dem Brot. Oder gleich ganz runtergenommen. Also dann hat sie zwar Käse auf dem Brot, dann isst sie aber alles einzeln. Aber, naja, auch andere Menschen essen Käse nur am Stück, ohne irgendwas runter. Sollte man Kindern nicht absprechen, die mögen das auch. Und zwar haben wir zwei Sorten diesmal gekauft. Und zwar einmal einen normalen Gruyère, den kaufen wir in letzter Zeit oft. Also Ginny liebt den. Den milden aber, den milden Gruyère. Und österreichischer Kärntner Rahmleib. Der ist lecker. Den haben wir heute probiert. Also wir gehen ja mal in die Käsetheke. Oder öfter, nicht immer. Also wir essen auch hier Full EP und wie heißt der andere? Was heißt der denn nochmal? Full EP ist Ginny auch. Was ist der andere Käse? Und zwar den leichten hier.
Wobei wir leichte Käse oder ich leichte Käse nicht esse, weil sie weniger Fett haben, sondern weil sie die haben eine andere Konsistenz beim draufkauen, draufbeißen. Die kleben nicht so an den Zähnen, könnte man sagen. Und Grünländer, genau. Den mag Jeannie nicht so gerne. Jeannie mag eher Fulipi, aber der Grünländer, der ist auch sehr lecker. Ich mag so nussige Käsesorten. Und in letzter Zeit entdecken wir dann aber auch so diese etwas kräftigeren. Wie halt den Gruyère, der ist ja ein bisschen kräftiger. Und auch dieser österreichische hier. Wobei ich immer, also ich muss sagen, ich habe mich damit schwer getan mit dem kräftigen Käse, weil den ersten kräftigen Käse, den ich mal probiert habe, das war Bergkäse. Boah, da schüttelt es mich immer noch. Erstmal stinkt der ganz furchtbar, finde ich persönlich. Ne? Andere Leute mögen Bergkäse. Bergkäse geschmolzen und in Käsemischung auf irgendeinem Auflauf ist bestimmt auch prima. Aber so direkt essen auf Brot, boah, nee, schrecklich. Aber Gruyère und Bergkäse, Gruyère und Kärntner Rahmleib, mein Gott, das kann man sich gar nicht merken, die ähneln ganz wenig halt einem strengeren Käse, aber die riechen nicht so. Obwohl der ein ganz bisschen. Aber oh, sehr lecker, die sieht auch gut aus. Ja, der leckerer Käse, so sieht er aus. Lecker, lecker. Und hier ist halt der Gruyère drin. Okay, natürlich schon ein Stück, da habe ich nämlich heute Morgen auch schon gegessen. Ich kaufe die immer jetzt am Stück und wenn man keinen Käseschneider hat, dann nimmt man einfach seinen normalen Sparschäler. Wenn das nicht zu dicke Stücke sind, dann geht das, dann kann man das damit runter machen. Und bei den Stücken, da kann man auch ein normales Messer nehmen. Jetzt ist das Kind schon mit ihrem Käsebrot abgezogen, aber ich esse auch noch ein Stück davon. Mmh. Also wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt, ihr solltet immer mal an die Käsetheke gehen und da so ein paar Käse durchprobieren. Ihr kriegt das ja alles umsonst, ihr könnt das ja alles probieren und fragt dann halt nach. Ihr könnt dann immer sagen, ja, ich esse normalerweise den und den Käse, können Sie mir eine andere Sorte empfehlen, die so ähnlich ist oder die vielleicht nur ein bisschen strenger ist oder was auch immer. Und normalerweise tun die das immer. Ich meine, die wollen ja auch was verkaufen. Und an wen soll man Käse verkaufen, wenn die meisten Leute sich sperren, den überhaupt zu probieren? Also immer hingehen und probieren. So, wir gehen jetzt gleich ins Bett. Naja, ich gehe gleich ins Bett. Mein Mann spielt bestimmt noch. Ja, ich mache auch nicht mehr so lange. Ich muss ja morgen früh auch wieder arbeiten. Damit meint er sozusagen gute Nacht. Auch wenn er es nicht sagt. Genau, gute Nacht.